Hallihallo und guten Abend, liebe Zeitgeist und Wunderlich Community. Maxi und ich, wir sitzen hier gerade im Auto, wir sind auf der Autobahn unterwegs, wir riden Richtung Heimat und hinter uns liegt ein toller Bütchentag gestern, der vierte Düsseldorfer Bütchentag. Wir waren unterwegs, wir haben die verschiedensten Bütchen gesehen und wir haben Tolles erlebt, wir hatten super Wetter und deshalb gibt's diese Woche die Folge mal in einem etwas anderen Format. Es gibt keine politische Woche und auch kein Panorama. Es gibt ein bisschen Reisezeit, aber vor allem viel quasi Live-Berichterstattung vom Bütchentag. Und ich glaube, uns bleibt nur noch zu sagen, hört selbst. Ja, in der nächsten Woche dann wieder im ganz normalen Format. Dieses Mal quasi von unterwegs die interaktive Folge vom Düsseldorfer Bütchentag. Zwei heiße Jungs. Noch heißere Themen. Zeitgeist und Wunderlich. Der Podcast mit Janni und Maxi. So, wir sind wieder da. Wir sind zurück. Der Zeitgeist und Wunderlich Podcast. Same procedure as every year. Wo letztes Jahr noch Jazz Rotal war, hören wir jetzt, wie Jan gesagt hat, Deep House. Ich habe gesagt, es ist elektronische Tanzmusik. Aber ich lasse mich gerne korrigieren. Wir sind zurück. Es ist Bütchentag. Ich glaube, es ist der vierte Bütchentag. Es ist die Edition 2019. Wir ziehen wieder voll durch. Wir sind gestartet mit natürlich wieder dem ersten Heimspiel der Fortuna gegen Leverkusen. Leider verloren. Trotzdem, unsere gute Laune geht dadurch nicht verloren. Wir sind richtig gut drauf. Wir haben uns eingepeitscht, wir haben Bock und machen heute eine kleine Tour. Jan. Ja, genau so schaut's aus. Also, weil es gibt quasi in jedem Jahr, wir haben es festgestellt, die Trias, ja, nämlich erstes Fortuna Heimspiel, Bütchentag und außerdem auch noch Gourmet-Festival auf der Kühe. Und ich glaube, dazu müssen wir gleich noch mehr erzählen, aber jetzt müssen wir ganz kurz nochmal rekapitulieren. Wir waren im vergangenen Jahr hier am Frankenplatz, ja, und du hast es schon ganz richtig gesagt, Jazz Rotal Coverband war am Start, aber nicht nur die, sondern wir haben quasi auch eine der Entdeckung des Jahres für uns gemacht, nämlich Aerodrinks. Ja? Aerodrinks wurde hier feilgeboten. Ja? Und damals war es so, wer die Folge im letzten Jahr gehört hat oder sich jetzt auch kürzlich nochmal neu angehört hat, das Startup Aerodrinks war gerade gestartet. Ich glaube, sie waren 12 Tage am Markt. Und Max, du hast damals die Prognose gewagt, es könnten vielleicht auch nur noch 12 weitere hinzukommen. Jetzt interessiert uns natürlich, was ist aus Aerodrinks geworden, ja, in der Zwischenzeit. Also, ich kann sagen, ich habe auch 12 Tage später immer noch an diversen Kiosken diese Sprühflaschen gesehen. Für die, die es nicht kennen, Aerodrinks, das sind quasi Cocktails, die man sich in einer, ja, Sprühdose, ähnlich eines DM-Deos, quasi direkt auf die Schleimhäute sprühen kann. Und wir haben es damals getestet, es war irgendwie voll schön. Ich habe es danach noch mit auf den Geburtstag genommen. Und es war quasi der Party-Hit des Abends, ja. Alle haben sich gefragt, wer ist der Creep, der den ganzen Leuten irgendein Zeug die ganze Zeit in den Mund sprüht. Das war ich. So. Und genau, das ist auf jeden Fall eine der wichtigen Fragen für mich in diesem Jahr. Und jetzt sind wir erstmal hier. Vielleicht, Max, beschreib doch mal ganz kurz das Szenario. Ja, ich bin ja eher so der Beobachter von uns beiden. Also Frankenplatz, wunderschönes Szenario. Die Sonne scheint, es ist, glaube ich, kurz nach 6. Die Bäume sind grün. Es ist viel los. Es ist mehr los als im letzten Jahr, muss ich sagen. Es ist voll. Es ist so, Familie kommt zusammen. Hier, wir sitzen hier mitten auf dem Spielplatz, mitten auf der Hüpfburg sitzen wir hier, blockieren gerade. Der Jan hat jetzt 2 Stunden lang die Rutsche blockiert, weil er sich nicht ganz getraut hat, die 1,5 Meter auf, sagen wir mal, ja, das sind schon mindestens 30, 40 Grad Steigung oder Fall halt an der Stelle. Da musste er ein bisschen sich dran gewöhnen, hat es am Ende gewagt, die Schlange war lang, am hinten hat der Mob getobt. Es läuft Musik, haben wir gerade schon gesagt. Aber ich muss vielleicht ganz kurz einlenken an der Stelle, weil ich habe halt auch Höhenangst. Aber dafür bin ich früher immer vom Fünfer gesprungen, okay? So. Würde ich heute nicht mehr machen. Früher hätte ich das auch noch gemacht. Da war man jung und unbedarft. Ich bin froh, dass Jan überhaupt noch auf dem Platz darf. Denn was jeder, der die Folge vom letzten Jahr gehört hat, noch weiß, Jan wurde ja jahrelang als MMA-Fighter
verwechselt. Und da war es dann so, dass er hier natürlich live auf dem Frankenplatz seine besten MMA-Moves zur Schau gestellt hat. Das hatte zur Konsequenz 4 gebrochene Nasen, 3 ausgekugelte Schultern und der Knockout vom DJ. Deswegen hatte ich leichte Sorgen, wenn wir wiederkommen, aber er wurde hier mit Standing Ovations empfangen, die Meute ist begeistert, wie Evander Holyfield zu besten Zeiten, und wie gesagt, wir beobachten ein bisschen das Spektakel, die Frage nach Aerodrinks ist total berechtigt und dem werden wir heute den gesamten Tag noch über auf den Grund gehen. Wir haben wieder die Investigativbrille ausgepackt und wir gehen dem auf den Grund. Wo ist Aerodrink, was macht Aerodrink und wer trinkt eigentlich heute noch Aerodrink? Wir waren jetzt am ersten Bütchen, vielleicht auch ein bisschen dazu, wir sind ja am Bütchentag. Richtig. Name, Lieblingsbütchen, ja. Du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ich wollte auch dazu was sagen, richtig, weil ich glaube, die sind ja wahrscheinlich dann auch hier die Initiatoren, ne? Weil das ist ja die Idee des Bütchentags, an verschiedenen Bütchen in der Stadt, an den teilnehmenden Bütchen nämlich, finden verschiedene Events statt und hier im Lieblingsbütchen, so heißt das Ganze, wird im Bütchen selbst auch aufgelegt, ja, es gibt nice Drinks und draußen, wie gesagt, hier verschiedene Fressbuden. Es gibt eine Hüpfburg und da wollen wir natürlich auch gleich noch hin. Also ganz unter dem Motto, kühle Drinks und heiße Beats, damit starten wir heute in den Bad Segeberger Freibad Sommer. Heute Abend auch live im Schwimmbad noch Open Air Kino. Wir beide rocken gleich noch ein bisschen die Hüpfburg, da geht's ab. Ich schieb den Jan noch auf der Schaukel an, er wird mich nochmal hier im Karussell drehen. Das wird eine wilde Fahrt, das wird richtig verrückt. Also wir gehen heute auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an die Limits. Wir gehen wirklich an die Grenzen und beim Thema Schaukel fällt mir natürlich immer die Nickelodeon-Sendung Der Umgekrempelte ein. Ja? Like, wer es noch kennt, weil die Idee beim Umgekrempelten war nämlich so, er hat so doll auf der Schaukel geschaukelt, dass sich quasi seine Gedärme nach außen gedreht haben. Und wir schauen einfach gleich mal, ob wir das bei mir auch hinkriegen. Wäre auf jeden Fall nice. Also was ich auf jeden Fall versprechen kann, wenn ich zu heftig schaukel, dann weiß ich auf jeden Fall, welcher Teil auf jeden Fall wieder nach außen gekehrt wird und das ist wahrscheinlich der Inhalt meines Magens. Aber das war eine geile Sendung, ne? Die Nickelodeon hat damals schon Grenzen gesprengt, ne? Ja. Ich würde mal sagen, für Family Guy war es auf jeden Fall der Vorreiter mit Hey Arnold, der auch ja schon so einen eirigen Kopf hatte. Den hatte ja dann, ja doch hatte er ja. Ja, ich weiß. So, mit Helga der Monobraue. Ich komme gerade noch nicht so ganz mit, wo du die Parallelen... Ja, Stewie hat auch einen Footballkopf. Ah, okay. Ja, weißt du, da wurde geklaut. Aber die waren halt einfach progressiv, die waren Vorreiter. Und genau, und der Umgekrempelte, ich habe gesagt, also rein medizinisch, der Junge, der konnte nicht im Sand spielen, weil ständig musste er sich ja irgendwelche fiesen Infekte geholt haben, ne? Stell dir mal vor, deine... Die ganze Zeit hast du irgendwie Sand im Darm und, weiß ich nicht, zwischen der Milz. Hängt da irgendwie noch so ein kleiner Ast oder so oder ein Flummi. Ja, irgendwie ein bisschen weird, aber okay, wir probieren es einfach aus, würde ich sagen. Und ja. In dem Zusammenhang habe ich jetzt wieder gelesen, einige der Top Nickelodeon-Serien kommen zurück. Zum Beispiel. Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Ich habe schon schwer überlegt, aber mir fällt nichts mehr ein. Ich hätte jetzt einfach gesagt, Rugrats. Aber glaube ich nicht, weil die hatten ja dann noch einen Kinofilm. Ich glaube, die haben ihren Zenit überschritten, aber vielleicht kommt Hey Arnold wieder. Vielleicht kommt, kennst du noch Archie und Archie? Ja, klar. Nee, Pete und Pete mit Archie, dem stärksten Mann auf der Welt. Das war, die hatten wirklich crazy Serien. Ah, nee, weißt du, was neu wiederkommt? Roccos modernes Leben. Oh, Roccos modernes Leben fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Allen Nickelodeon-Serien war, glaube ich, zu Teil, dass sie alle so wirklich völlig over the top waren. Ne? Also danach war ja ganz groß Super RTL, aber Super RTL war so ein bisschen weichgespült im Vergleich zu Nickelodeon. Nickelodeon war immer völlig bizarr, völlig weird, völlig bunt und ich weiß immer, wenn ich das geschaut habe und meine Eltern reinkamen, haben die glaube ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Wirklich. Da war ich immer lieber froh. Da hatte man mehr Sorge, dass die Eltern beim Nickelodeon reingucken, als wieder beim Sexfilm auf RTL 2 freitags nachts um 23 Uhr, ne? Ja gut, ich bin halt immer nachts aufgestanden, um halt diverse Serien zu gucken. Aber eigentlich war es nur die erste Staffel South Park. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das wurde dann ausgestrahlt wirklich so um 3 Uhr nachts. Und da musste man wirklich, ich bin natürlich immer aufgestanden, habe mich runtergeschlichen, durfte das natürlich nicht, weil damals ungefähr so in der 7. Klasse. Und man hat natürlich auch gesagt, der Humor ist vielleicht noch nicht so ganz für mich geeignet. Ich fand schon.
Ich habe es gemacht und ich glaube, meine Eltern haben aber dann gedacht, ich hätte mich quasi runtergeschlichen, um mir eben irgendwelche Sexfilme anzuschauen. Und dabei, hey, es war doch nur South Park. Ja. Ja, da fragt man sich, was ist schlimmer? Aber tatsächlich, deswegen haben wir immer so Übernachtungspartys gemacht, wo wir dann zu vier, zu fünft im Keller gepennt haben. Um sich halt Sexfilme anzuschauen. Es war immer so, wir hatten so coole, grüne Stoffmatratzen. Da wurde dann vorher immer der komplette Wrestling-Katalog durchgespielt, den wir vorher auf der PlayStation 1 bei WWF gespielt hatten. Hulk Hogan, wen auch immer, dann haben wir die übelsten Wrestling-Moves ausprobiert. Das ein oder andere angebrochene Genick war dabei und danach wurde dann immer noch South Park geguckt und dann war, glaube ich, immer noch eine andere Serie davor oder danach. Das wurde immer geguckt, das haben wir auf RTL gemacht. Aber wir sind schwer nostalgisch heute unterwegs. Wir reden viel über die Vergangenheit. Lass uns noch ein bisschen jetzt hier in unserem ersten Segment auch über die Zukunft sprechen. Was kommt heute noch? Was wird uns erwarten, lieber Jan? Wie gesagt, es gibt über ganz Düsseldorf verteilt, über ganz Düdo verteilt, gibt es halt ganz, ganz viele teilnehmende Bütchen. Ja, es gibt Bütchen, aber auch teilnehmende Bütchen, die halt, wie gesagt, coole Events heute ausrichten. Und wir haben uns gesagt, wir wollen mindestens drei oder vier davon besuchen. Wir sind, wie gesagt, jetzt gerade hier im Stadtteil Derndorf ist das, ne? Derndorf, genau. Wir wollen danach definitiv noch nach Oberbilk. Wir wollen wahrscheinlich gerne auch noch wohin? Man müsste ja eigentlich Trendviertel Flingern müssen wir eigentlich noch. Trendviertel Flingern und natürlich Szeneviertel Pempelfort, meine Hut, da müssen wir eigentlich noch hin. Das ist, wir überlegen uns das noch. Unterbilk wäre natürlich auch nice. Da waren wir letztes Jahr, haben damals die große Schluchbananen-Story revealed. Okay. Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall bleiben wir nicht nur hier, wir werden hier nicht versacken, sondern wir machen uns gerade ein bisschen heiß mit der Hüpfburg, dann geht's weiter. Alright, wir sind also weitergezogen. Wir sind mittlerweile in Düsseldorf Zoo, ja, Düsseltal, und stehen hier am Büchchen am Zoo und haben hier einen wunderbaren Interviewgast gefunden. Und Max. Ja, komm, ich leg los. Sache noch ganz kurz, willst du deinen Namen sagen? Ja, grundsätzlich nennt man mich Jan. Wenn ich auflege, heiße ich auch Iri Jan. Geil, du legst auf. Wir sind am Zoo-Pavillon. Meine Freunde, also ich war letztes Jahr hier auch live unterwegs. Dieses Jahr beschränke ich mich auf Zuhören und Mitmachen. Der Grund, warum ich hier bin, ist die Ska-Band, Ska is Back in Town. Die haben eigentlich immer andere Namen, aber grundsätzlich ist die Basis Ska is Back in Town. Aufgrund von familiärer oder anderweitiger Veränderungen sind sie nicht so oft unterwegs. Deshalb bin ich heute hier. Jetzt hör doch mal ganz kurz, wir haben jetzt leider den Auftritt verpasst, weil wir ein bisschen spät dran waren. Wir waren davor noch am Frankenplatz. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war der Auftritt? Ja, grundsätzlich cool, ne? Man muss sich vorstellen, die Jungs sind jetzt alle Mitte, Ende 40, ich bin Mitte 30. Das heißt im Prinzip, sie haben alle Kids, die zuschauen. Viele Zuschauer haben auch Kids, deshalb war es recht kinderlastig. Positiv oder negativ? Ja, für mich ist es erstmal positiv, ne, weil ich muss ja sagen, der ganze Bütchentag ist ja auch eine familiäre Geschichte. Weil wir im Prinzip auch so ein bisschen die nächste Generation indoktrieren. Man weiß es nicht so wirklich. Nein, der Auftritt war super. Mir hat es super gefallen. Die Band hat wunderbar gespielt. Da hat sie auch noch eine Zugabe gespielt. Alles wunderbar. Es ist natürlich so, dass wir am Bütchentag mehrere Spots haben, wo man hingehen kann. Mein Spot war hier aufgrund des Ska is Back in Town Band. Aber du hast auch schon gesagt, du bist jetzt einmal hier rübergekommen, auf jeden Fall wegen der Ska-Band und hast dir das angehört, alles war super. Du ziehst aber noch weiter. Was ist jetzt quasi deine nächste Station? Was ist dein Tipp für den heutigen Abend noch? Okay, also im Prinzip sind wir mit, ich würde sagen, geschlagenen 10 Jungs gestartet. Die sind in Oberbilk geblieben am Hip-Hop-Bütchen. Das Hip-Hop-Bütchen findet man an der Oberbilker Allee. An der Volksgartenstraße gibt es ein weiteres Bütchen, das karibische Küche anbietet. Das war unsere erste Station. Ich wollte allerdings die karibische Musik weiter hören, genießen, und deswegen bin ich hier am Zoo gelandet. Nach der Band bin ich jetzt
auf dem Weg zurück ins beheimate Oberbirk und werde da den Hip-Hop-Klängen weiter zuhören. So, jetzt Bütchentag. Wir waren vorhin schon am Frankenplatz, ein bisschen in Derendorf abgehangen und da haben wir schon gesagt, das ist eher so eine familiäre Veranstaltung. Das ganze Ding, wir haben gerade mal die steile These in den Raum gestellt, das Bütchen ist die letzte soziale Instanz, da kommen alle zusammen. Da wird's gemütlich. Ich habe sogar gesagt sozialistische Instanz. Also für uns immer ein Highlight im Jahr und das zeigt auch noch mal ein bisschen die Menschlichkeit in Düsseldorf, würde ich sagen. Ja, wir sind nicht nur abgehoben, wir sind nicht nur Königsallee, wir sind ein bisschen cool drauf. Aber jetzt die Frage an dich, Jan. Und jetzt witzige Geschichte, weißt du, wie ich bin der Max und mein anderer Kollege hier, das ist auch der Jan. Also sind wir jetzt hier zwei Jans, ein Max. Jetzt die Frage, was macht für dich eigentlich so, was macht ein geiles Bütchen aus oder was macht überhaupt den Bütchentag für dich aus und warum kommst du jedes Jahr? Ich meine erstmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Max ist natürlich auch geil, aber Jan ist noch ein Stückchen geiler. Hört man nicht so oft, wenn man es hört, freut man sich natürlich immer. An sich ein Bütchen ist ein Sozialisierungspunkt von verschiedenen, da gibt es mehrere. Komm, da kommen alle hin. Man kann es in soziale Schichten unterteilen, man kann es in ethnische Gruppierungen unterteilen. Im Prinzip ist es ein Punkt, wo man sich trifft und eine gute Zeit habt, genau. Aber was macht den Bütchentag für dich jetzt nochmal ganz speziell aus? Was macht den Bütchentag für mich speziell aus, ist im Prinzip eine Komprimierung des Ganzen. Das heißt, die wunderbare Stadt Düsseldorf erlaubt uns an diesem Tag nochmal gezielter diese Kultur aufzuleben. Sei es in verschiedenen Musiksparten, in verschiedenen Eventstrukturen wie Essen, Trinken, Cocktailständen, aber auch, und was sehr wichtig ist, die Kids nicht auszulassen. Ne? Ja. Viele Leute in unserem Alter haben mittlerweile Kinder und die sind auch herzlich willkommen, teilzuhaben an diesem ganzen Event. Also im Prinzip ein komplettes Event für Familien. Ja. Ja, korrekt. Jan, ich sag mal ganz herzlichen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du wolltest noch was fragen? Wir müssen noch einmal kurz über Havanna Club aus der Dose sprechen. Ich habe gerade gesagt, Jan, du bist der Erste, den ich in meinem Leben gesehen habe, der Havanna Club aus der Dose trinkt. Und jetzt sind wir ehrlich, es ist auch, das zeigt dann auch das Bütchen aus, weil wo kriegt man Havanna Club mit Cola aus der Dose? Das ist am Bütchen. Und du hast dich dazu entschieden, das heute mal hier auszuprobieren. So, hier, der Rest der Truppe, der schielt schon, die wollen alle mit ins Interview, stellen wir gerade fest. Aber die sind ein bisschen hip, die sind ein bisschen zu hip. Jan, abschließend, Havanna Club Cola außer Dose, warum so geil? Warum trinkst du es? Und dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Also ich sag mal so, ich bin 37, ich bin mit 2 Jahren hier hingekommen, also das heißt 35 Jahre in Düsseldorf, ich war noch nie hip. Ich trinke immer aus der Dose und immer vom Kiosk und das hat auch seinen Grund. Ich hätte gerne eine Flasche gehabt, da sind nicht so viele mitgezogen, deshalb trinke ich es aus der Dose. Weil die alle Kinder haben oder weil sie literweise Bier trinken, da bin ich kein Freund von. So, man kann an seinem Bütchen, seiner Wahl, ne, das kommt halt auf den Kreis von Düsseldorf, wo man wohnt, an. Jeder hat sein anderes Kiosk der Wahl. Immer ganz nette Getränke finden, die man dann auch verzehrt. Havanna aus der Dose ist so nach dem 5., 6. nicht mehr ganz so freaky, wie man sich das so vorstellt, ne? Aber es erfüllt seinen Sinn. Ja, sehr gut. Also von daher, es lübt und es ist auch immer gut hier gegangen, wie man so sagt in Düsseldorf. Und aus dem Grund danke ich euch einfach für das Interview und macht euer Ding. Vielen, vielen Dank. Danke dir und viel Spaß noch. Bis später. Ciao, ciao. Liebe Leute, wir sind angekommen. Jetzt am Bütchen.
ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist auf jeden Fall hier Taramtamtam Records. Legt ihr auf. Ihr hört im Hintergrund die elektronischen Beats wummern. Jan ist voll in seinem Element. Er ist glücklich, er ist zufrieden. Wir waren gerade, haben wir ja schon gesagt, wir hatten ein nettes Interview mit dem Jan, dem anderen Jan, nicht unserem Jan, dem anderen Jan, am Bütchen hier am Zoo, genau. Und ich muss sagen, da war der Moment, wo ich gesagt habe, hier kommt wirklich, es war Bütchen, es waren unterschiedlichste Leute da, wirklich Eltern mit Kindern waren da, ein paar Truffis waren da, ein paar ältere Leute, es war wirklich der Querschnitt der Gesellschaft. Und da habe ich ja gesagt, das Bütchen ist, hast du ja auch gerade gesagt, als wir gesprochen haben, es ist sozialistisch am Ende noch. Hier kommen jeder zusammen, hier ist jeder gleich. Jetzt hier, muss ich sagen, schon eine hippere Crowd. Hier ist schon ein bisschen mehr los. Wir wollen jetzt nochmal aufnehmen. Das ist heute unsere letzte Station. Wir haben jetzt ein bisschen was gesehen. Wir sind nochmal schön mit dem Fahrrad durch die Stadt gedüst. Wie Sie ja gehört, wir sind ja sehr umweltbewusste Menschen. Wir düsen mit dem Bike durch die Stadt. Und ja, Jan, so deine Impression jetzt so von unserer Fahrradfahrt. Wir sind ja auch an ein, zwei Bütchen vorbeigekommen, die auch teilnehmen. Wie waren so deine Eindrücke? Und jetzt sag mal so, wir lassen jetzt mal so ein bisschen Revue passieren. Wie waren so deine Impressionen? Ja, großartig, wie auch schon im letzten Jahr. Wir sind vorhin noch irgendwie am Hip-Hop-Bütchen vorbeigekommen. Da war auch auf jeden Fall meiner Meinung nach die größte Crowd auf jeden Fall am Start. Ich finde es dann auch immer sehr schön, ja, dass du irgendwie mitten im Viertel hast du halt so ein Bütchen, wo normalerweise so ein paar Leute rumstehen, ihr Bierchen trinken. Und an dem Abend beispielsweise dort in diesem Hip-Hop-Bütchen, da war quasi so Live-Rap und dann jetzt quasi DJ-Mucke. Und wie gesagt, da waren bestimmt einfach mal so 100, 150 Leute, die dann da drumherum standen, die sich das angehört haben. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir weitergefahren und sind noch irgendwie an so einer anderen Bude vorbeigekommen. Es war jetzt eher so ein bisschen psychedelisch, würde ich sagen. Ja, mehr psychisch als delisch. Das war allerdings auch so im Park. Und der Park, muss man dazu sagen, ist jetzt auch nicht so weit entfernt vom Hauptbahnhof. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, trifft da vielleicht auch Stammklientel so ein ganz kleines Stück weit auf sozusagen Neuankömmlinge. Ja, also, ich glaube, da fühlen sich einige der Stammgäste schwer belästigt, muss ich sagen. Die hatten ja gesagt... Oder auch nicht, ich glaube schon. Die hatten endlich den Soundtrack sozusagen zu ihrem Alltag einfach. Ja, aber jetzt lassen wir mal hier ein bisschen aus dem ganzen Beschreibenden raus, lassen wir ein bisschen raus aus diesem ganzen, ja, wir sind so ein bisschen beseelt, muss ich sagen. Also, lassen wir mal ein bisschen sprechen, so, was macht für dich eigentlich ein gutes Bütchen aus? Da würde ich jetzt mal wissen, Jan. Was macht für dich eigentlich ein gutes Bütchen aus? Ist es das Sortiment? Ist es das nette Klientel? Ist es die Lage? Was macht für dich eigentlich ein richtig gutes Bütchen aus, so abseits vom Bütchentag? Klar, Lage ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ja, es muss natürlich irgendwo in Reichweite sein, aber ich kenne das beispielsweise auch aus Köln, ja, wo man gerne auch mal einen weiteren Weg auf sich nimmt, beispielsweise da Aachener Straße, ja, und fährt halt hin und weiß, da ist einfach ein gutes Bütchen, weil, wie du genau gesagt hast, Klientel, also wo irgendwie nette Leute rumhängen, oder man kennt es auch in Köln beispielsweise da vom Brüsseler Platz, ja, also man weiß einfach, man kommt da hin, da sind viele nette Leute und dann natürlich aufgeräumtes Sortiment, ganz wichtig, ja, wir hatten es im letzten Jahr schon, die betreffenden Biere müssen vorrätig sein, ja, die Ingredienzien müssen da sein für einen guten Club Mate Wodka. Haben wir auch letztes Jahr schon gesagt, Mate und Wodka. Sind wir ehrlich, hast du gesagt. Ich habe jetzt mich im letzten Jahr natürlich davon überzeugen lassen, dass Mate jetzt kein schlechtes Getränk ist. Aber du bist mir ein bisschen viel in Köln unterwegs. Wir sind ja heute am Düsseldorfer Bütchentag. Bleib mal ein bisschen im Ruhrgebiet. Köln ist Rheinland, Düsseldorf ist Ruhrgebiet, sag ich. Da die steile These. Aber lass uns mal ein bisschen hier bleiben jetzt. So, bleib ein bisschen jetzt wirklich so bei der Fragestellung, was muss ein gutes Bütchen haben? Geht's um die Snacks, die sie haben? Brauchen die ein großes Weinregal? Die Biersorten, du hast es schon gerade gesagt, gute Biersorten müssen da sein. Kurzer Einwurf, ich muss sagen, oftmals haben mir zu viele Düsseldorfer Bütchen immer nur die halben Liter Kanülen. Ich brauche ab und zu auch mal so ein 033er Bier, so ein kleines, freshes Bier. Ist eher so meine Liga. Und natürlich für mich ganz wichtig, ich schiebe es jetzt schon ein sehr, sehr gut sortiertes Sortiment an Süßwaren, um sich eine feine Tüte gemischt
machen zu können. Und das heißt für mich viele saure Teile. Ich bleib gerne in Düsseldorf und es ist ganz egal, wo in Deutschland man unterwegs ist, ehrlich gesagt. Also für mich immer sehr, sehr wichtig, natürlich gut sortiertes Biersortiment. Wein finde ich irgendwie so völlig unnötig eigentlich, ja. Also das einzige Szenario, wo ich irgendwie in so ein Bütchen gehen würde, um mir einen Wein zu kaufen, wäre, ich bin auf einen Geburtstag eingeladen, habe kein Geschenk und dann fällt mir ein so, ja scheiße, was kann ich denn jetzt irgendwie noch organisieren? Okay, die nächste Tanke, um irgendwelche billigen Rosen zu kaufen, die ich ja sehr oft an Geburtstagen verschenke, ist mir ein bisschen weit weg. Also gehe ich hier in die Bude und dann kaufe ich halt irgendwie einen Wein. Okay, ist glaube ich ungefähr einmal vorgekommen. Ich glaube, einmal habe ich auch einen Sekt gekauft. Aber ansonsten spielt das irgendwie für mich überhaupt keine Rolle, sondern halt eher gut sortiertes Biersortiment da für mich natürlich zu nennen. Unter anderem sowas wie Tannenzäpfle, ja, immer wieder der Favorite. Ansonsten aber auch gerne mal ein paar exotische Sachen, finde ich auch gut. Ja, und davon ab, wie gesagt, Klientel wichtig, Lage wichtig und genau wie du es sagst, die richtigen Süßwaren am Start. Und da gibt's, und wer die letzten Folgen über das letzte Jahr hinweg gehört hat, der weiß ganz genau, wie man mein Herz erwärmen kann. Es ist natürlich die gute alte Schluchbanane. So, und jetzt sind wir hier gerade bei diesem Taramtamtam-Bütchen angekommen. Und da gibt's nicht nur die gelbe Schluchbanane, sondern eben auch die grüne. Ja? Und da gehen nochmal die Grüße raus an André Schweizer. Der hat mich nämlich seinerzeit eingeführt sozusagen in ja, die Welt der grünen Schluchbanane. Und wir haben uns gefragt, was genau ist die grüne Schluchbanane? Ja, wir haben ja schon gesagt, die Haribo-Gurkis. Schön lecker mit Gewürzgurken oder auch gerne mal mit Cornichons-Geschmack. Hatte ich ja mal einfach so in den Raum gestellt. Ich habe sie noch nie probiert. Ich bin auch grundsätzlich kein Fan. Wie gesagt, für mich, die sauren Teile sind die wichtigsten. Auch keine Lakritzen müssen in meine Tüte rein. Wirklich, das sind die ganz harten Fakten und die ganz wichtigen Themen, über die wir jetzt sprechen. Jetzt wirklich im Weltgeschehen. Wir haben ja heute machen wir ja gar keine Politik eigentlich, ne? Und in diesem ganzen Kontext haben wir halt gesagt, also für mich ist da auch wichtig, wenn wir schon nicht über Politik reden, über die großen Themen der Welt, über die wir sonst immer sprechen, dann ist die große Frage, keine Lakritz oder doch Lakritz in der Tüte? Ich sag ganz klar nein. Jan, du wirst wahrscheinlich eine andere Meinung dazu haben, aber weil du auch so, du bist ein edgy Typ, du magst auch gerne mal andere Sachen. Ich mag immer gerne andere Sachen, aber ich hasse Lakritz einfach nur. Lakritz ist einfach die Hölle, meiner Meinung nach. Ich habe es auch nie verstanden damals, da gab es ja immer diese Haribo-Colorado-Mischung. Und ich habe immer alles gegessen, bis auf diese ganzen scheiß Lakritz-Sachen. Ne? Habe ich immer gehasst. Aber gut, so sieht's aus. Also ihr wisst jetzt ganz genau, was wir an der guten Bude zu schätzen wissen. Ich hätte folgenden Vorschlag, Max. Ja. Wir könnten noch eine ganz kurze Reisezeit einschieben. Ja. Nämlich vor folgendem Hintergrund. Ich war ja auf großer Deutschland, Österreich und Süddeutschland Reise. Deutschland, Süddeutschland und Österreich. Ja, alles ganz verschiedene Länder. Also ich war wirklich Traveler-mäßig unterwegs und würde da gerne dann auch nochmal Bezug nehmen auf das Thema Bütchen. Wäre dir das recht? Sehr gerne, Jan. Erzähl uns ein bisschen mehr. Du bist ja ein weitgereister Mensch. Du hast ja wirklich viel erlebt in den letzten Wochen. Du warst viel unterwegs. Du hast die ganze Welt gesehen. Wie gesagt, ich war wieder nur hier vor Ort. Ich habe wieder nur geguckt, was läuft eigentlich in Düsseldorf alles. Gerade, was läuft schief? Was läuft überhaupt in Düsseldorf? Hab natürlich nichts rausgefunden. Ich bin immer schlecht informiert. Alle meine News kriege ich natürlich nur immer über, du hast es schon oft erwähnt, ne? So Fake-News-Seiten. Wie beispielsweise lobstertube.com. Zum Beispiel. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, den habe ich aber leider vergessen. Aber ist nicht schlimm. Also erzähl uns was von deiner Reisezeit, Jan. Also okay, dann starten wir jetzt hiermit in, ganz offiziell. Und jetzt kommt der Trailer, Abfahrt, Reisezeit. Wenn zwei Jungs auf Reisen gehen, dann wollen sie die Welt gern sehen. Die Reisetipps von Jan und Max. Also, ich war unterwegs. Ja, mein Motto ist ja Hashtag Wanderlust. Und ich bin ein alter Traveler. Meine Freunde wissen das. Und Max macht gerade Anstalten, noch irgendwas einschieben zu wollen. Ja, du hast so einen fantastischen Hashtag in unserem Insta-Profil verwendet. Wanderlust-Tattoo. Ja. So, und da wusste ich jetzt gar nicht mehr. Tattoo in Richtung Körperbemalung oder Tattoo, so wie die Militärparaden, die in Edinburgh abgehalten werden, auch gerne mal. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also da wurde ich abgehängt. Da hat mich die Gesellschaft mal wieder abgehängt.
Also das Thema war folgendes, ich wollte gerne einfach Hashtag Wanderlust nutzen, aber da wusste ich nicht so genau, ob ich vielleicht auch die Community ein Stück weit überfordere, weil wenn ich jetzt einfach nur Hashtag Wanderlust gemacht hätte, dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass die Leute vielleicht gedacht hätten, das ist jetzt irgendwie nicht ironisch gemeint, sondern ich meine das vielleicht wirklich ernst. Und dann habe ich gedacht so, nee, okay, mache ich nicht Hashtag Wanderlust, sondern Hashtag Wanderlust Tattoo, weil das wurde mir quasi angeboten und dann fand ich das auch ziemlich witzig, einfach so die Vorstellung, dass Leute einfach so ein Wanderlust-Tattoo haben, so, ne? Weil krasse Traveler, und da habe ich gleich noch eine Story dazu, die sind halt voll auf diesem ganzen Wanderlust-Thema und klar, wenn du irgendwie jetzt 3-4 Countries schon wieder hinter dich gebracht hast, dann bist du vielleicht irgendwann mal bei so einem Off-Day unterwegs und triffst einen Tätowierer und denkst dir so, ja, was ist mein Lebensmotto? Ganz klar, Hashtag Wanderlust, ja, und dann machst du dir halt so ein Tattoo, ja, also Logo. Frage bleibt da. Machst du den Tattoo, wo einfach Hashtag Wanderlust drauf ist? Oder so, ich war ja eine Zeit lang in Südafrika und irgendwie hat das viele Leute dazu inspiriert. Ja, also schön, ich komme aus der ersten Welt, habe irgendwie sehr privilegierten Lifestyle, so, das war so der Hintergrund dieser ganzen Studenten in Südafrika, die dann aber das Gefühl hatten, so, ey, jetzt bin ich im Mutterland, jetzt bin ich in Afrika, jetzt bin ich auf dem Kontinent, da, wo alles angefangen hat und auch noch in Südafrika und ja, das war das Jahr der WM in Südafrika und dann haben sich ganz viele Leute so die Umrisse des afrikanischen Kontinents tätowieren lassen, wo ich gedacht habe, ja, kann man machen, weiß ich nicht, ob es geil ankommt. Und wo habe ich es zuletzt gesehen? Auch ganz, ganz riesengroß auf dem Rücken einer meiner Lieblingsfußballer, Pierre-Emerick Aubameyang, hat sich ein ganz, der kommt ja jetzt nun mal schon mal aus Afrika, also hat er irgendwie schon Bezug dazu. Gabun. Nichtsdestotrotz, selbst bei dem wirkte das ziemlich fake. Nee, also meine Idee wäre einfach, dass sich die Leute ein Tattoo machen lassen mit dem Schriftzug Hashtag Wanderlust-Tattoo. Einfach so halt, ne? Also das finde ich ziemlich geil. Na jedenfalls, ich bin getravelt, ja, und ich habe mir gedacht so, hey, inspiriert von einem Theaterstück, was ich gesehen habe, in Köln im Theater am Bohrturm. Und da Grüße gehen raus an René Michaelsen, der dort nämlich quasi der Theaterleiter ist oder dramaturgischer Leiter des Theaters. Und das Stück hieß Reisewarnung. Ja, und letztlich Quintessenz dieses Stücks war, man muss nicht immer in die ganz, ganz weite Ferne schweifen. Es muss nicht unbedingt irgendwie die Pauschalreise sein. Es muss nicht unbedingt der Trip mit der AIDA sein. Und es muss vielleicht auch nicht irgendwie nach Südostasien gehen. Manchmal ist es auch vielleicht ganz interessant, das sozusagen eigene im Fremden oder das Fremde im eigenen zu erkunden, vielmehr. Und es kann vielleicht auch mal der Speckgürtel von Köln sein, der Speckgürtel von Düsseldorf. Es kann auch mal Krefeld sein. Und das war so ein bisschen mein Motto, mit dem ich losgezogen bin. Und so bist du auch letztes Jahr nach dem Bütchentag, du hast es vorhin schon mal erwähnt, letztes Jahr am Bütchentag bist du ja danach, dann hast dich ja da schon auf die große Reise begeben und bist nach Kamp-Lintfort, glaube ich, richtig, gejuckelt mit der Regionalbahn, da dann zu unserem guten Freund und Braukönig Andreas Lehmbrock. Andreas? Johannes Lehmbrock. Ich entschuldige mich, Johannes Lehmbrock gereist. Und auch das war eine Grenzerfahrung, so wie du berichtet hast. Und ja, auch da muss man mal hin. Man muss einfach mal, aber das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach in der Reisezeit mal besprochen. Warum nicht auch mal an Orte fahren, wo man eigentlich sagt, da will ich nie hinfahren, Wolfenbüttel, mal eine Werksbesichtigung bei Jägermeister zu machen oder einfach mal irgendwie Kassel. Kassel, habe ich gehört, soll wunderschön sein. Einfach mal nach Kassel fahren oder auch ruhig mal in den Osten, schön ein bisschen wandern in den Weiten von wo ist es denn? Thüringen, Sächsische Schweiz, ja, wunderbare Orte. Da einfach mal hinfahren, also wenn man mal so ein Erlebnis haben will, einfach mal so, wo man sich denkt, ach guck mal, das ist auch Deutschland, könnte man auch mal machen oder könnte man auch mal nicht machen, ist glaube ich schon wirklich für einige schon eine große Herausforderung, auch für uns manchmal selbst die Fahrt nach Garrad kann schon manchmal eine Grenzerfahrung sein.
Ja, und so genauso habe ich es gemacht und habe auch für mich jetzt schon auserkoren, dass nächstes Jahr geht's für mich nach Krefeld. Definitiv. Einfach da so ein bisschen... Zwei Wochen Pauschalurlaub in Krefeld. Einfach so all inclusive in der Region rund um den Bahnhof, weil da ist es ja meistens am schönsten. Und das bringt mich natürlich auch direkt zu meiner Story, denn ich hatte ja schon erzählt, ich war ja in der Vorwoche unterwegs, erst quasi in Konstanz, wo es sehr, sehr schön war, dann in Linz und dann in Wien und dann war ich hier zurück in Düsseldorf und ich habe gedacht so, Mensch, mich hat ja die Reiselust einfach gepackt. Ja? Ich konnte jetzt einfach... Hashtag Reiselust/Wanderlust-Tattoo und deswegen, es musste weitergehen. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, wo kann es für mich hingehen. Und schlussendlich ist es geworden München. Die schöne Stadt München. Da war ich irgendwie davor nur ein einziges Mal. Und habe mich dann kurz entschlossen in den Zug gesetzt, einfach das Ticket gebucht und bin hingefahren. Dann ging es natürlich um die Frage, wo übernachten? Ja? Und dann habe ich gedacht, wo könntest du mehr coole Peoples treffen? Peoples, sage ich ganz bewusst. Als vielleicht nochmal in einem Hostel. Ja? Habe ich gedacht, ist da vielleicht auch mal so eine ganz edgy Erfahrung. Ja, dann habe ich das halt gebucht. Ich glaube, irgendwie so Jägerhof München oder irgendwie sowas. Direkt neben dem, ja, irgendwas Jäger München, irgendwie so, ich weiß es auch schon nicht mehr. Hunter Munich. Ja. Jedenfalls direkt gelegen neben dem Europa-Hostel und noch einem anderen Hostel und alles schön direkt in der Bahnhofsgegend. Also ich jedenfalls hin und habe gedacht, hey, coole, edgy Idee von mir. Naja, dann kam ich da so an und habe gedacht, oh, es ist ja wirklich ein Hostel. Und war mir auch gar nicht mehr so sicher, war das jetzt so eine geile Idee von mir. Naja, ich hatte jedenfalls ein Bett in einem Vierbettzimmer zusammen. Freunde sagt, hier ist ein Labyrinth. Zusammen mit, wir wurden hier kurz gestört. Aber ist okay, ist alles okay. Wir sitzen vielleicht ganz kurz, auch so um, auch in Düsseldorf, wer mal Dinge erleben will. Hier ist nämlich ein Maislabyrinth. Ein Maislabyrinth, was man sonst nur aus dem Irland in... Das macht nichts. Also hier, ne, hier sind die Leute, die sind gut drauf, die wollen ja auch was erleben. Hier Leute auch gerne, die sind auch gepackt, auch scheinbar von der Fahrradlust. Denn hier sind Leute mit so diesen Fahrradcappies, die nur für den Fahrradsport gemacht sind. Ganz kurz beschreibend, interessiert nachher wieder keinen. Aber sie wollte sich auch dieses Maislabyrinth angucken. Es ist so ungefähr 30 cm hoch, aber sehr verwirrend. Wenn man einmal drin ist, man kommt nicht mehr raus. Jan, wir hatten das gerade, das Thema Höhenangst. Wir haben uns beide nicht mehr getraut, rüber zu klettern. Deswegen sitzen wir jetzt hier mitten im Maislabyrinth. Mitten hier in, was ist denn das hier für ein Stadtteil? Oberbilk. Ja, Oberbilk. Sitzen hier mitten in Oberbilk im Maislabyrinth, kommen nicht mehr raus. Und deswegen nehmen wir hier auf, ein bisschen auch aus der Situation geschuldet, dass wir ein bisschen Panik haben und nicht mehr wegkommen. Aber so viel der Einwurf dazu. Jan, du warst noch bei deiner Story. Und ich muss persönlich jetzt ganz kurzer Einwurf und mein persönlicher Kommentar so. Ich bin ja nicht mit allen Entscheidungen, die du so triffst, immer einer Meinung. Ich bin nicht immer d'accord, sagen wir so. Aber diese Entscheidung, in ein Hostel zu gehen und einfach diese Erfahrung zu machen, auch, man muss sagen, wir sind beide über 30 und dann noch mal in ein Hostel zu gehen, ich finde, da Hut ab, Chapeau, ich bin großer Fan davon, weil das bringt uns auch nochmal. Wir sind ja die Generation Y und wenn wir konfrontiert werden mit den Millennials, die so unterwegs sind, ist das auch für uns schon eine Grenzerfahrung. Auch da wirst du an deine Grenzen gebracht. Und Jan, erzähl uns ein bisschen mehr dazu. Ja genau, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich, wie gesagt, eingecheckt im Vierbettzimmer, zusammen mit zwei Spaniern. Ja, wie sollte es auch anders sein? Und dann habe ich mir im Vorfeld so gedacht, so, naja, jetzt checkst du da so ein, ne? Vierbettzimmer. Bestimmt ist es so, ich gucke mir jetzt ein bisschen abends die Stadt an, komme dann abends müde nach Hause, will einfach nur pennen und bestimmt des Nachts werde ich dann irgendwie von so bescheuerten Typen geweckt, ja. Reg mich übelst darüber auf. Jedenfalls war es dann so, ich habe dann die Jungs gefragt, und hier, Guys, was macht ihr noch heute Abend? Könnt ihr noch ein Bierchen trinken? Und beide so, nö, voll müde von der Reise, wir machen gar nichts mehr, wir legen uns pennen, wir gucken uns morgen hier schön Schloss Neuschwanstein an, müssen um 9 Uhr aufstehen. Und ich so, ah ja, okay, ich gehe dann mal noch los
Und um das schon mal vorwegzunehmen, auf jeden Fall war ich der Creep, der nachts die Typen geweckt hat. Und die haben sich bestimmt so gedacht, so, Alter, dieses Arschloch. Ja? Also, so war's. Jedenfalls, ich dann erstmal schön los, Bierchen getrunken in der Hostelbar, wie sich das gehört, ne? Leute kennenlernen. Und dann, kurz um das zu beschreiben, Hostelbar wurde geschmissen von so einem Typ, Italiener, natürlich, wie sollte es anders sein, komplett in Trachtenoutfit. Lederhose, alles schon voll auf Oktoberfest getrimmt. Er so, Best Buddy mit allen, ja. Klar, hat die Biere serviert, immer einen pfiffigen Spruch auf den Lippen. Und es war auch schon alles auf Oktoberfest dekoriert, ne? Also ich war ja noch nie auf dem Oktober... All year long. Also ich war ja noch nie auf dem Oktoberfest, muss ich dazu sagen. Aber ich habe mich da auf jeden Fall schon gefühlt, als wäre ich dabei gewesen. Ne? War toll. Und dann habe ich natürlich tolle Gespräche geführt mit den ganzen Travelern. Ging meistens so los. Where are you from? Und dann hat man das so gesagt und die andere Person hat das gesagt. Und dann hat man sich erzählt, wie viele krasse Traveler-Stationen man jetzt schon hinter sich hatte. Ich habe natürlich erzählt von meinen krassen Reisen nach Konstanz, Linz und Wien und wie schön das da war. Okay, ich habe auch noch so ungefähr 10 andere Städte einfach mit eingebunden, nur um cooler rüberzukommen. Ja, ja, Barcelona, I know Barcelona. Beautiful city. So Sachen halt. Ja, dann hat man sich so erzählt, man hat sich zugeprostet, man hat sich noch schöne Reisen gewünscht. Und nach einer halben Stunde habe ich gedacht so, ist jetzt vielleicht doch nicht ganz meine Welt heute Abend. Na jedenfalls, ich bin dann los. Ich bin einfach mal losgezogen, alleine. Hab erstmal ein Bierchen getrunken im Corner, gute Bar in München, und hab dann da einfach die Bedienung gefragt, hier so auf dem Mittwochabend, ne? Was macht man in München? So. Und sie hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich hatte auch noch Tipps von einem guten Freund von mir, André Frank, Grüße gehen raus. Und dann bin ich erst dorthin, Indie-Party, ja? Im Club Court, so hieß der, oder Court Club, irgendwie so. Bin ich rein. Laden. Da hättest du locker wieder deine Korthose auspacken können. Das wäre wirklich my time to shine gewesen. Leider jetzt nicht in meinem großen Traveler-Rucksack, den ich mir extra angeschafft hatte, dabei gehabt. Schade, war leider kein Platz mehr dafür. Nächstes Mal, jetzt aufgrund dieser Erfahrung, werde ich sie dabei haben. Na jedenfalls, ich war da, Laden so halb voll. Alle Leute so gut und gerne 10 Jahre jünger als ich. Und dann habe ich nach einem Bier beschlossen, ist jetzt vielleicht doch nicht der Laden für heute Abend. Und dann bin ich los und Traveler-mäßig, wie ich bin, habe ich mir dann erstmal ein Uber geholt. Ja, und bin dann zur Empfehlung der Barbedienung gefahren, nämlich zum Laden Zur Krum. Zur Krum, muss man jetzt sagen, ich kam an, kleiner Laden, irgendwo am Rande des Glockenbachviertels. Ist so ein bisschen so Mischung zwischen kultiger Laden und letzte Haltestelle After Hour. Ja, finde ich gut. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Reise auf jeden Fall. Aber ich bin ja noch lange nicht fertig. Der ist noch lange nicht fertig. Aber wir stellen uns darauf ein, es geht noch so locker 2-3 Stunden so weiter. Jan macht wirklich eine ausführliche Beschreibung. Danach kann jeder, der Lust hat, Hashtag Wanderlust-Tattoo, das Ganze nochmal nachempfinden und die Reisen des Jan W. nochmal nacherleben. Deswegen erzähl ruhig weiter. Also genau, wer nämlich Lust hat auf so eine coole Münchenreise, wie ich die erlebt habe, der kann genau diese Station nachempfinden. Also dort dann schlussendlich wirklich Leute kennengelernt, mit denen dann noch weitergezogen. Ich war im Harry Klein, ich war nachher noch in einem anderen Laden, ich glaube Pimpernel oder so hieß der. Also ich habe einiges mitgenommen. Ich habe am nächsten Tag tatsächlich auch noch Münchner Sehenswürdigkeiten gesehen. Alles war dabei. Ich sag so, Marienplatz, Odeonsplatz, anderer Platz, Viktualienmarkt, ja. Ich habe unsere liebe Hörerin Viktoria Schlaus getroffen. Ja, war auch sehr schön. Wir haben abends noch Bierchen getrunken. Also ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit in München und ich muss sagen, ich hatte immer ein sehr schlechtes München-Bild und die Reise, ja, hat jetzt dazu geführt, ich muss es revidieren, München, eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja, ich habe immer gefremdelt mit dieser ganzen Mir san mir und FC Bayern Mentalität. Die habe ich aber bei den Leuten da irgendwie gar nicht angetroffen. Es war wirklich
wirklich schön. Und jetzt bin ich wieder hier in Düsseldorf, tiefenentspannt von meinen Reisen. Und ich habe, wie gesagt, wieder die Stecknadeln eingesteckt in meiner großen Weltkarte, die ja über meinem Bett hängt, die berichtet von meinen ganzen Reisen. Und ja, und wenn ihr mehr News wollt, dann lest einfach mehr auf meinem Blog. Jannistravels.de.vu. Genau, und bleib treu, so. Hashtag Wanderlust-Tattoo. Ja, Max reißt mir gerade das Mikro weg übrigens. Ja, ist jetzt auch genug davon. Ich finde geil, dass du dir noch so die Karte von Bayern noch so aufs Handgelenk hast tätowieren lassen. Finde ich richtig sweet, so cool. Das hat auch was, finde ich. Das repräsentiert auch so ein bisschen dein Style. Und ich würde sagen, wir haben jetzt deine Reisezeit noch miterlebt, ne? Wir machen jetzt noch ein bisschen Reisezeit hier am TamTam Records. Bütchen hier am Samstagabend, Bütchentag. Wir sind wieder dabei. Es ist schön. Wie immer. Wir gucken mal, ob wir hier aus dem Maislabyrinth jetzt rauskommen. Wenn nicht, dann kommt doch gerne in ein, zwei Tagen, wenn ihr nichts von uns gehört habt. Kommt gerne vorbei, sucht uns. Wir sehen so aus wie Robinson Crusoe und Freitag. wird auf jeden Fall toll. Jan hat zum Glück alle Bücher von Stuckrad Barre dabei. Da kann ich mich endlich auch mal einlesen. Weil ich folge ihm nur bei Instagram und das reicht mir schon und bin großer Fan. Ich finde, wir hatten wieder eine große, tolle Zeit hier. Wir hatten Spaß. Beseelt, wie wir den ganzen Tag unterwegs waren, endet auch unser Abend sehr beseelt. Heute mal ein bisschen Free-Floating-Folge vom Bütchentag. Wir sind immer gern dabei. Es hat Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, Jan. Auch so mal ein bisschen wieder über dein persönliches Leben zu erfahren. Wir haben ja so wenig Zeit. Wir sind ja eigentlich nur noch auf Pressetermin. Du promotest dein Buch, was noch nicht geschrieben ist. Ich promote meine neue Radiosendung, die noch nicht existiert. Aber es kommt, es kommt. Es wird was. Und ich sage schon mal gute Nacht an alle. Ne? Schlaf gut, träum was Schönes und lasst euch nicht anquatschen. Ja, dem habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Es war wieder schön, die Zeit mit euch auch zu haben irgendwo. Und natürlich, Max, auch die Zeit mit dir. War ein schöner Tag. Wir haben uns beide einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Wir haben ordentlich viel Bier getrunken. Und jetzt lassen wir den Abend einfach, würde ich sagen, mit so einem kleinen Prosecco einfach noch ausklingen. Vielleicht ist auch ein Aperol Spritz involviert. Jedenfalls, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche in aller Frische und dann wieder natürlich im altbekannten Format. Also bis dahin, macht's gut. Kuss auf die Nuss. Ciao, ciao.
Thank you.